So, nächste Instanz, The Hunting Grounds. Die Jagdgründe. Und hier habe ich mich wirklich kaputt gesucht, damit ich alles Spots finden kann. Erst hier rauf. Direkt hier nach links. Hier befindet sich ein Schatz. Und vor dem klappt es so. Genau, hier rechts befindet sich eins. Ein Spot für einen Schatz. Den sollte man sich auch als erstes holen. Wenn man weitergeht. So, wieder zurück auf die Straße. Und könnt euch merken, hier zwischen zwei Bäumen durchzulaufen. Bis zu der Steinecke. Es gibt hier. Jetzt hab ich gefragt. Zwei Champions. Also diese Essenz hier droppt in der Regel keine Items, aber ist anscheinend auch ein episches Monster. Direkt daneben ist Skeleton. So, hier gibt es ganze drei Champions. Haben wir den einen. Und der gute Stecher hat natürlich zwei schon am Start und gleich folgen werden in dem Punkt. Schon mal eins und schon mal zwei. Alles klar. So, weiter geht's. Können wir den Weg lang folgen bis zu der Gabelung und dann findet ihr hier den nächsten Champion. Hier vorbei und jetzt hier an dem See entlang. Ja, kann man sich da nicht mehr schlimmer? Aber so. Gut. Springt ihr hier hoch? Hier gibt's den nächsten. Tower Reader. Zurücklaufen. Bis zu dem Gate, genau. Da musstet ihr natürlich in diesen Zirkel reinlaufen. Um den zu aktivieren. Also lag ich gerade schon richtig. Sozusagen nach der Spinne in den Zirkel reinlaufen, den Boss killen, hier hochspringen, den Tower wieder killen. Rechts lang findet sich hier ein Boss. Und dann laufen wir straight zu dem See. Und zwar hier hin. Hier nämlich auch noch ein Schatz ist. Und das müsste es jetzt eigentlich auch gewesen sein. Schauen wir eben mal nach. Genau. Und das waren auch schon dann alle Spots für die eingesammelten Keys. Dann bedanke ich mich herzlich. Unten in der Beschreibung, wie immer, das Map Package. Link zu 5 Euro Key für Viktor Bran. Damit supportet ihr mich übrigens auch zum Teil mit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.